In nur 5 Tagen eine neue Sprache lernen, genau das ist möglich. Das behaupten diese Zwillinge hier. Sie sagen, das kann jeder. Endlich im Urlaub Unterhaltungen in der Landessprache. Unsere Reporterin Claire Oelkers will es wissen und stellt sich für uns der Herausforderung ohne Sprachvorkenntnisse. Viel Spaß. Sie wollen eine neue Fremdsprache schnell und effektiv lernen? Dann endet Ihre Suche im Internet meist mit diesen beiden, den Jordan-Zwillingen. Die beiden Engländer sind berühmt für ihre Methodik und ihre Lernerfolge. Michael und Matthew beherrschen zusammen über 20 Sprachen. Kleine Kostprobe gefällig? Eins, two, tres, cuatro, chamesh, hat, sedam, tminia, nove, diez. Seit sie 8 sind, lernen die Zwillinge zusammen und können in nur 5 Tagen eine neue Sprache lernen. Sie behaupten, alle können das mit der richtigen Methode. Unsere Reporterin Claire Oelkers probiert es aus. Sie will Dänisch lernen. Schwierig, denn eigentlich ist sie ein Lernmuffel. Das letzte Mal, dass ich gelernt habe, ist schon über 10 Jahre her. Das war zu meiner Schulzeit. Deswegen habe ich echt großen Respekt vor der Woche. Auf geht's. Claire zieht für 5 Tage zu den Sprachprofis. Sie will Teil des Lernprozesses sein und ihre Methoden hautnah erleben. So, ich stehe jetzt vor dem Haus der Zwillinge und ich bin echt gespannt, wie die so drauf sind und vor allen Dingen, wie das funktionieren wird, wenn ich so dazukomme, weil normalerweise lernen die beiden immer zu zweit. Und ich bin gespannt, wie unser Lernplan aussieht. Die Jordans lernen nicht nur zusammen, sondern teilen sich auch eine Wohnung. Beide beherrschen zusammen über 20 Sprachen, die meisten davon fließend. Darunter auch seltene Sprachen wie Katalanisch, Kornisch oder Papiamentu. Für diese Woche steht Dänisch auf dem Plan. Wie klingt für euch die dänische Sprache? Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Konsonanten werden geschluckt. Die Norddeutschen haben ja auch so ein bisschen dieses Nasale. Die sind immer so, ha, moin, moin. Und Dänisch, finde ich, klingt noch mal so, als ob die noch mehr hinten so im Hals sind. So. Alle fangen bei Null an. Die Jungs aus Nordengland haben sich schon mit Lernmaterialien eingedeckt. Bücher, Hörspiele und Filme. Unterricht ist von 10 bis 20 Uhr. 10 Stunden pro Tag. Also in 5 Tagen eine Sprache zu lernen, ist schon heftig. Es ist schon eine heftige Herausforderung, aber jeder Anfang ist schwer, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und man kann auch, wichtig ist, jeder kann eine Sprache lernen. Aber erst einmal entspannt lauschen. Die drei hören sich an, wie die Sprache funktioniert. Nicht stupide pauken, sondern entdecken und sich an die Sprache herantasten. Also mir fällt gerade auf, dass ihr quasi jetzt beim ersten Hören schon raushört, wie quasi so dieser Aussprachcode ist. Also wie war das nochmal? V geschrieben ist U. Ich kann mir das alles gar nicht so schnell merken. Wir lernen immer. Egal was wir machen, wir lernen immer. Immer was Neues. Am Ende der Woche geht es schon nach Kopenhagen, um die Sprachkenntnisse zu überprüfen. Besonders gut lernen kann man mit der Post-it-Methode. Auf bunte Klebezettel schreiben die drei nun Vokabeln und verkleben sie in der Wohnung. Das können auch Grammatikregeln sein. Was ich in der Post-it-Methode gut finde, ist, dass ich mir quasi meine individuellen Vokabeln aussuche und nicht irgendwelche Vokabeln lerne, die ich eh nicht brauche. Die drei haben jetzt ständig die Vokabeln vor Augen. Die neue Sprache wird so visualisiert und prägt sich ein. Ganz wichtig, die Sprache in den Alltag integrieren. Beim Essen schaltet Matthew dänisches Radio ein. Die drei verstehen zwar noch nichts, aber bekommen so ein Gefühl für die Sprache. Wir gehen halt sehr entdeckerisch an die ganze Sache ran. Und das macht es unfassbar angenehm. Ich glaube, mein Gehirn braucht jetzt mal ganz kurz Zeit, um runterzukommen. Tag 2 beginnt. Heute stehen die Zahlen auf dem Lehrplan. Das Lernen an der Pinnwand sieht eher langweilig aus. Aber nein, die drei üben mit dem Spieleklassiker Bingo. Sprechen und Verstehen in einem Spiel integriert. Da lernt man schneller. Es macht immer mehr Spaß, wenn man das spielt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Nebenbei darf man auch an der Tafel spicken oder im PC nachsehen. Gemeinsam erforschen die drei Sprache und Regeln, motivieren sich so gegenseitig. 50 bedeutet quasi, oh Gott, 3 mal 20 minus 10. Die Methode der Zwillinge ist simpel. Die Sprache soll spielerisch erlernt werden. Regelmäßig, wenn auch nur 20 Minuten pro Tag. Versuchen, die Sprache in den Alltag zu integrieren und außerhalb des Lernbereichs anwenden.
4. Auch wenn die Jungs gefühlt schneller lernen, beim Bingo gewinnt Claire und das gibt ihr einen zusätzlichen Motivationspush. Tag 3. Erster Praxistest in einem dänischen Café mitten in Berlin. Die drei wollen die Sprache praktisch anwenden und ihre Aussprache checken. Die Zwillinge bestellen ohne Probleme auf Dänisch. Ja, ich würde gerne ein Kokmischö. Ein Kokmischö? Mit all Pesto. Ich kann nicht spise Pesto. Ingen Pesto? Okay. Und wie klappt's bei Claire? Mr. K, bare sæt jer ned, så bringer vi det hele ned til bordet. Okay. Wir müssen uns hinsetzen. Ich mache alles fertig und bringe es an den Tisch. Claire hat jetzt nicht alles verstanden. Dänin Ulla Mathisen bringt trotzdem die richtigen Getränke und setzt sich auf einen kurzen Schnack dazu. Wie? Ha? Beginn? Nee, gestartet? Begonnen? Begonnen? Lehre dansk på Monday. Montag? Seit 4 Tagen? 4 Tage? 3. Wow. Dänisch ist eine germanische Sprache und daher für uns einfacher zu lernen als zum Beispiel Finnisch. Wichtig ist, dass man keine Angst vor Fehlern hat und immer Kontakt zu Muttersprachlern suchen. Wie oft siezt ihr und wie oft duzt ihr? Weil es gibt eine Sie-Form, aber... Ja, das benutzt man nie mit einer Königin, ja. Nur noch 2 Tage bis zum Kurztrip nach Kopenhagen. Claire ist hier schon an ihre Sprachgrenzen gestoßen, hat aber auch dazugelernt. Es war super interessant, mit einer echten Dänin zu sprechen. Ich konnte alles verstehen, was sie gesagt hat. Mich selber ausdrücken konnte ich auch. Das hat aber ein bisschen gedauert und war ein bisschen holprig. Und ich gehe jetzt wieder zu euch nach Hause und wir lernen so ein bisschen flüssiger zu werden. Jeder Tag endet mit dem Schauen einer Serie oder eines Films. Nicht so heute. Wir kommen unangekündigt bei den Zwillingen vorbei. Im Gepäck ein kurzer Sprachtest. Ist Claires Dänisch schon ausreichend für unseren Kopenhagen-Trip? 20 Vokabeln und kurze Sätze muss sie übersetzen. Michael und Matthew überprüfen, ob's stimmt. Die Hose, das hatten wir gerade erst angeschnitten. Ne? Claire braucht ein bisschen länger, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Elle ist 16,5 over Eden. 16,5 von 20? 16,5 von 20? Wenn ich aber in Kopenhagen bin und mir steht jemand gegenüber und auch noch vielleicht ein Fremder und ich will eine Unterhaltung führen, dann müssen mir Vokabeln und Sätze schnell einfallen, weil ansonsten ist die Unterhaltung zu Ende. Vokabeln, check. Aber für ein Gespräch reicht es noch nicht. Letzter Tag bei den Zwillingen. Zum Frühstück gibt es, typisch dänisch, smørrebrød. Das ist eigentlich nur ein belegtes Schwarzbrot. Dem Belag sind dabei aber keine Grenzen gesetzt. Claire ist geschafft von der Woche. Ich gehe halt echt immer so bis übers Maximum eigentlich. Und es ist unfassbar anstrengend. Also ich fühle mich jeden Abend so, wie als wäre ich irgendwie einen Marathon gelaufen. Man sollte sich nie stressen, man sollte sich nie unter Druck fühlen und sagen, weil dadurch verliert man auch die Motivation, man fühlt sich dann überfordert. Wichtig für die Motivation, das Eintauchen in die Kultur. Die Zwillinge reisen gern und kommen den Menschen näher, wenn sie die Sprache beherrschen. Die beiden Jungs pushen sich seit ihrer Kindheit gegenseitig und lernen so zu zweit schneller. Was der eine kann, will der andere auch lernen. Eine gesunde Rivalität. Also eine Art Konkurrenz zu haben, wenn man dabei ist, eine neue Sprache zu lernen, kann auf jeden Fall helfen, weil man dann das Gefühl hat, ich muss halt richtig dabei sein. Was motiviert, eine neue Sprache zu lernen? Wichtig ist ein Ziel. Das kann eine Urlaubsreise in das Land sein. Das Eintauchen in die Kultur pusht zusätzlich. Mit einem Sprachpartner lernt man schneller und man sollte keine Angst vor Fehlern haben. Spricht man was falsch aus, halb so wild. Ja, ich bin richtig gut drauf. Ich habe heute für mich persönlich echt ein paar große Schritte gemacht. Ich glaube, ich habe endlich das erreicht, was Matthew und Michael die ganze Zeit predigen. Ich habe richtig Spaß gehabt. Und heute habe ich mich auch zum ersten Mal auf Kopenhagen gefreut. Also, auf geht's in die Hauptstadt Dänemarks, um zu checken, spricht Claire wirklich Dänisch?
Erster Halt ist die Metrostation. Die drei brauchen Tickets. Hi, wir würden gerne have fem vier Tüve Time Billeter. Ja. Ja. Wo ist die hin? Tribüne. Tribüne, ja. Das lief doch schon ganz flüssig. Die drei wollen zu der bekanntesten Sehenswürdigkeit, der kleinen Meerjungfrau. Claire muss den Busfahrer nach dem Weg fragen. Hi, wer du heute komme til lille Havfru? Wie lang ut die Höhe der? Wie viel? Vor Mai? Ein bisschen Hilfe von den Brüdern ist erlaubt. Aber ich konnte nicht so 100% meine Gefühle verpacken. Wisst ihr, was ich meine? Ich war, wollte so, ah ja, ja, genau. Und, aber ja, so diese Zwischenfloskeln fehlten mir. Aber vergiss nicht, du hast in 5 Tagen, du hast 5 Tage Zeit gehabt, halt, eine neue Sprache zu lernen. Und auch wir, ne, so, die wir dann halt quasi innerhalb 5 Tagen für unsere Sprache dir dann eine ebenso neue Sprache beigebracht haben. Der Durchschnittsdeutsche spricht 2 Sprachen. Englisch ist bei Arbeitgebern die begehrteste Fremdsprache. Dann folgen Französisch und Japanisch. Claire fühlt sich inzwischen sicherer und flirtet. Auf Dänisch natürlich. Wo du kommst, fra? Ja, verdammt. Ah. Ja. Wo du bo? Klosbruch. Ah. Ja. Lidt uden for København. Nej, vi kommer fra Tyskland. Ah, Tyskland, ja. Mm-hmm. Men I taler godt dansk. Jeg har gesagt, dass wir gut dänisch sprechen. Was für ein Kompliment für Claire. Der nette junge Mann hat ihr ein gutes Dänisch bescheinigt. Test bestanden. Und da ist auch die kleine Meerjungfrau. Ich hätte nie gedacht, dass man in 5 Tagen eine Sprache lernen kann. Und ich glaube, das Dänisch, was ich jetzt kann, hätte ich normalerweise in einem Schuljahr gelernt. Claire kann sich gut verständigen. Perfekt beherrscht sie die Sprache natürlich nicht. Doch für nur 5 Tage Lernen hat sie einen guten Wortschatz. Dank der Hilfe von Michael und Matthew. Till-Lücke bedeutet Glückwunsch.